So, ich denke, das war das Stichwort. Ich habe jetzt die besondere Ehre, meine Kollegen von Airtop Systems ins Mikrofon zu lassen. Wir präsentieren heute mich Christoph Aschauer. Wir werden euch zeigen, wie man die SAP-Systeme absichern kann, vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Zielsystem, um gerade die wichtigsten Assets, die bei Ihnen im Unternehmen vorhanden sind, effizient zu schützen. Danke, Felix. Ja, sehr geehrte Herren, glaube ich nur. Vielen Dank für Ihr Interesse und Klangfassade und Resonanzkatastrophe nennt sich der Vortrag. Wir werden Ihnen heute zeigen, was sich hinter dieser Fassade SAP wirklich verbirgt und in Sachen SAP Security steht, wie es mit der Security in SAP-Systemen steht und was SAP in Sachen Sicherheit zu bieten hat oder auch nicht. Und um Resonanzkatastrophen jetzt in einem SAP-System zu verhindern, haben wir unser Produkt Agile SI auf den Markt gebracht. Wir sind seit circa 1,5 Jahren auf dem Markt, haben das vor ziemlich genau einem Jahr hier auf der Detect und Defend schon präsentiert, damals im Innovationsforum. Seitdem sind wieder 12 Monate vergangen, 12 Monate an Produktreife. Das Produkt hat sehr gewonnen. Wir haben die Integration in das SIEM optimiert. Wir haben sehr viel Content-Entwicklung betrieben und natürlich sehr viel Erfahrung bei Kunden auch gesammelt, die dann wiederum in das Produkt eingeflossen ist. Wie gesagt, herzlichen Dank für Ihr Interesse und herzlich willkommen zu 360 Grad SAP Security Monitoring und Agile SI. Wir werden beginnen mit der Präsentation der SAP-Schwachstellen, der Angriffsvektoren. Wir werden einen kleinen Sub-Hack hier vorführen und zeigen, wie unser Security-Frontend das erkennen kann und eben zur Anzeige bringt. Wir gehen dann auf das Solution-Design und die SAP-SIEM-Integration ein, zeigen Use-Cases auf und erläutern die Key-Benefits unserer Lösung. Und schließen dann, sofern noch Zeit ist, mit einer kleinen Fragen- und Antworten-Runde. Ja, wie steht es mit der Sicherheit oder mit dem, wie gefährlich oder wie kritisch ist ein SAP-System? In einem SAP-System laufen natürlich die Kerngeschäftsprozesse. Hier wird das Geld verdient, hier wird das Geld verloren. Hier liegen die sensitiven, kritischen Daten, die gesamte Intellectual Property, das geistige Eigentum einer Unternehmung. Wenn Sie gerade in die Produktion, bei Produktionsunternehmen gehen, die Produktdaten, Bill of Material, die Stücklisten, die CAD-Daten, alles liegt in einem SAP-System. Warum also nicht einfach nur in einem SAP-System sich die Daten besorgen und die zu seinen Gunsten verwenden? Wie steht es jetzt mit SAP-Sicherheit und der inhärenten SAP-Sicherheit? Es gibt von SAP ein paar Produkte. Wir sehen den Sub-Solution Manager, das Sub-GRC, das ist das Governance Risk and Compliance Tool, das SAP Identity Management System. Und das Prekäre an der Situation ist, diese Sicherheitsbarrieren, die man mit SAP aufbaut, können mit SAP-eigenen Bordmitteln durchbrochen werden. Sprechen wir nur mal, picken wir eins mal heraus, nämlich das SAP STMS, das ist das SAP Transport Management System, das ist Software Deployment in SAP. Hier ist es eine Zuweisung eines Berechtigungsobjektes an einen Transportauftrag in einem laufenden Projekt in der Entwicklung zu hängen. Dieser wird durchtransportiert, wird natürlich, dieser Bereich wird nicht kontrolliert, weil es ein Projekt für das Controlling ist oder wie auch immer. Das heißt, dieses Berechtigungsobjekt ist nicht Teil dieses Projektes. Somit wird das nicht mit kontrolliert, was in dem Transport ist. Und schon ist die Zuweisung eines hochprivilegierten Berechtigungsobjektes passiert an einem bestimmten Account und ist nutzbar in einem System. Also eine klassische Backdoor-Implementierung, die Unterwanderung des SAP GRC und GRC erkennt das erst beim nächsten Lauf wahrscheinlich, was dann wieder über Nacht passiert. Und so gibt es eine Reihe, hier sind auch nur ein Auszug an Möglichkeiten, wie man die eigene SAP-inhärente Sicherheit unter
verwandeln kann. Wir zeigen das dann später noch in einem Hack. Welche Hacks gibt es jetzt und wie erkennen wir diese? Wir haben hier das Beispiel OS Commands und Debugging. Es gibt jetzt in SAP natürlich die verschiedensten Security Logs, die man benutzen kann, um solche Aktivitäten zu finden. Hier scannen wir dementsprechend Logs annähernd real-time und bringen die Aktivitäten zur Anzeige. Transport, der habe ich gerade angesprochen. Immer wenn ein Transport in das Produkt, in das zu überwachte System läuft, wird er gescannt. Es wird kontrolliert, welche Objekte beinhaltet dieser Transport. Und es ist definierbar, bei welchen Objekten ein Alarm erzeugt werden soll. Und somit wird dieser auch gemeldet. Remote Access ist auch ein spannendes Thema. Hier verwenden wir zum Beispiel oder unter anderem auch das Gateway Lock in einem SAP-System. Auf einem Notebook läuft eine Java-Applikation, die sich auch wieder per SAP-Portmittel, das ist der SAP-Java-Connector, Zugriff verschafft oder von Remote anmeldet im SAP-System. Ist zum Beispiel bei einem Transport vorher die Zuweisung eines kritischen Berechtigungsobjektes passiert, hat dieser Account dann über Java-Applikationen Zugriff auf hunderte Funktionsmodule aufgrund seiner hohen Privilegierung oder auf den hohen Privilegien werden die Funktionen alle ausführbar sein und man kann quasi alles machen, was man sonst auch in einem SAP-System oder als Admin tun kann über remote verfügbare Funktionsbausteine. So, das alles kennen wir, aber das wirkliche Interessante ist nicht nur das Offensichtliche, hier rot gekennzeichnet zu sehen, sondern eben auch aus dem normalen Grundrauschen heraus eine Verkettung vielleicht von mehreren Events dann zu sehen, dann zu erkennen, dass doch ein gewisses normales, sonst normales Event etwas Kritisches bedeutet. Das bezeichnen wir als adaptives, lernfähiges Monitoring, wo wir Use Cases zur Verfügung stellen. Und hierum geht es auch in unserem kleinen Hack-Beispiel, das wir zeigen wollen. Ich erkläre Ihnen kurz im Vorfeld, wie dieser Hack ablaufen wird. Wir haben hier einen Notebook. Das ist unser Mr. Orange. Jetzt mal den Mr. Orange und gehe in die Mittagspause und verlasse das Notebook ungesperrt, aber ich bin nicht in dem SAP-System angemeldet. Der Mr. Blue, das mein Kollege hier verdeutlicht, kommt ins Spiel und geht an das Notebook und nutzt den Account des Mr. Orange, um sich an dem SAP-System anzumelden. Er hat ein paar Ideen für Passwörter, dass dieser User vielleicht schon öfters präsentiert oder benutzt hat und produziert erstmal eine Reihe fehlerhafter Logins. Das macht er so oft, bis er den Benutzer sperrt in einem SAP-System. Das ist je nachdem, wie es eingestellt ist, nach 3, 4 Mal oder 6 Mal wird der Account dann gesperrt und ein Login ist nicht länger möglich. Was er dann macht, weil er ungeduldig wird, Mr. Blue ist ein Administrator. Er meldet sich selbst mit seinem SAP-Account an dem SAP-System an, entsperrt erstmal den Mr. Orange, um den weiterhin nutzbar zu machen. Er macht einen Passwort-Reset des Accounts zu Mr. Orange. Ja, und beschafft sich dann mit den Zugangsrechten des Mr. Orange die Daten, die er braucht, lädt diese auf einen Stick und verschwindet ungesehen und unerkannt, so denkt er. Was sagt jetzt unsere Backside oder unsere CM Frontend-Lösung? Wir erkennen jetzt, ich hoffe, Sie können sehen, es ist sehr klein. Wir haben jetzt zum einen den Account, den Mr. Blue. Man sieht jetzt hier die Aktionen, es geht von unten nach oben. Ja? Die neuen oder die jüngsten Events putzen noch von oben wieder rein. Jetzt geht es ein bisschen schnell, er hat den Account entsperrt. Er macht Änderungen an dem User Master Record, das Orange, setzt den Status des Passworts oder ändert den Status, setzt es also zurück. Jetzt geht es wieder ein bisschen schnell, genau, jetzt kommt hier am Schluss, sieht man hier den Download der Daten.
die dieser Mr. Orange, dieser Mr. Blue in Wirklichkeit mit dem Account des Mr. Orange getätigt hat. Man sieht hier, das ist der Hostname, das ist immer der gleiche Rechner, das ist immer das gleiche Notebook, aber wir haben zwei Accounts, erst hier die Aktivitäten des Mr. Blue und dann die Aktionen des Mr. Orange. Das Ganze wird hier alarmiert, indem man sieht, es gibt Aktivität eines überwachten Terminals und eine Aktivität eines überwachten Accounts. Und hier sieht man wieder das Terminal, man sieht die beiden Regeln, die in unserem Scene-Frontend zuschlagen, nämlich die Aktivität eines eben dieser überwachten Account und Terminal, und man sieht die beiden SAP-Accounts, Mr. Orange, Mr. Blue. Allein das, dass hier zwei Accounts, SAP-Accounts schon mal auf einem System arbeiten, ist keine übliche Sache, aber man sieht eben, wenn man hier dann reinschaut, wie kritisch das ist. Wie ist die Sensorik dahinter? Der Event des User Lockouts, also das Sperren des Accounts aufgrund der fehlerhaften Anmeldungen, wird dazu benutzt, dass der Terminal und der Benutzer, der diese fehlerhaften Logins erfährt, auf eine Watchlist, nämlich die Terminal zu Terminal und zu SAP-Account gesetzt wird. Der Mr. Blue, aufgrund seines Logins und weil er eben auf dem überwachten Terminal arbeitet, wird ebenfalls auf eine Watchlist gesetzt und der Audit Trail hochgefahren zu diesem Account. Mr. Blue erscheint auch auf der Watchlist oder wird protokolliert, weil er mit einem Watched Account arbeitet. Und das Ganze, haben wir dann gesehen, wird in Dashboards dann in unserer Scene-Lösung angezeigt. Das Interessante auch, Mr. Blue ist ein Administrator, ein User-Login, ein Unlock und ein Password-Reset. Komplett normale Aktivität. Erst das Zusammenspiel, das er jetzt eben auf dem Terminal des Mr. Orange macht und dort auch andere Dinge tut, wie den Download von Daten, alarmiert dann dementsprechend, wird dementsprechend alarmiert in unserer Scene-Lösung. Zum Solution Design. Sie kommen wahrscheinlich alle schwerpunktmäßig aus dem SIEM, aus dem Sicherheitsbereich und nicht aus dem SAP-Bereich. Wenn Sie sich ansehen, wie ist Ihre SIEM-Lösung oder Ihre SIEM-Landschaft heute, wie stellt sich diese dar, dann haben Sie wahrscheinlich die verschiedensten Network- und Security-Devices, Sie haben Identity-Management-Systeme angeschlossen, Datenbanken, alle Logs fließen hier rein. Aber was fehlt? Es fehlt das wichtigste Asset. Die Business-Applikation, und wir sind SAP-Country der Dachregion. Es fehlt das SAP-System in ihrem zentralen Monitoring. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum wir sagten, wir brauchen ein Produkt wie Edge SI, die genau diese wichtigste Kernapplikation mit in das zentrale Monitoring einbezieht. Und warum in das zentrale Monitoring? Bestenfalls gibt es heute in den SAP-Departments eine Überwachung der SAP-Systeme, aber auch nur bestenfalls, wir erleben da auch schlimme Dinge. Das Zentrale oder die Integration in das SIEM-System ist jetzt dadurch, haben wir dadurch gemacht, dass zum Beispiel Anmeldungen eines malware-infizierten Clients, der sich im Netzwerk tummelt, wird von den Security-Scannern zwar erkannt, aber als unkritisch eingestuft, braucht man nichts weiter machen. Es ist eine Malware, die sich genau auf SAP zugeschnitten ist. Sobald sich dieser Client anmeldet, im Netzwerk ist er bereits bekannt, aber er meldet sich an einem SAP-System an, hebt das Ganze natürlich auf eine höhere Sicherheitsstufe. Das wird erkannt, dem SIEM gemeldet, und durch die Korrelation aus dem Security Devices und das Anmelden an dem SAP-System ist das ein Alarm oder ein Alert wert in dem zentralen Monitoring. Und ein weiterer Grund für die SIEM-Integration ist einfach, sind die Fähigkeiten, die eine SIEM-Lösung bietet. Das ist nämlich genau die Cross-Event- und Cross-Device-Korrelation. Wenn wir hier die verschiedenen Bereiche aus dem SAP-System hier blau gekennzeichnet uns ansehen, sind das auch security-relevante Teilbereiche in einem SAP-System, die sehr verteilt sind. Das sind verteilte Daten auf verschiedensten Art und Weise abgespeichert, entweder in Logfiles, in Datenbanktabellen, in als Änderungsbelege in einem SAP-System. Das muss miteinander in Korrelation gebracht werden. Zum Beispiel ist das Security Audit Log. Es
zeigt heute nur, dass etwas in einem SAP-System passiert ist. Was genau passiert ist, also zum Beispiel nur, hier sehen wir, Benutzerstammdatensatz wurde geändert, aber wurden Root-Rechte zugefügt oder nur die Gültigkeitsdauer verlängert. Das steht heute nur in den Änderungsbelegen in einem SAP-System und das muss eben korreliert zusammengebracht und dementsprechend informiert werden. Und hier bedienen wir uns einfach der Fähigkeit eines Heap-Systems, die unterschiedlichsten Quellen an Logs miteinander in Korrelation zu bringen. Und hier repräsentiert mit dem blauen Kreis noch die ganze andere Welt, die ganzen anderen Security-Devices, die sonst im SIEM immer integriert sind. Und dann entsprechend zur Anzeige gebracht werden. Das Schöne an der SIEM-Integration ist jetzt nicht, also wir haben vorher gesprochen, es gibt bestenfalls im SAP-Department ein sogenanntes Security-Silo. Das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, wenn wir das in das zentrale Monitoring rücken. Aber die SAP-Leute würden dann vielleicht sagen, ja, dann haben wir keinen Zugriff mehr. Das Schöne eben an SIEM ist, dass es eben Web-Interfaces gibt. Das heißt, die SAP-Abteilung kann genauso auf die Informationen in dem SIEM-System zugreifen. Das Management kann sie zugreifen, kann sich eine Heatmap anzeigen, kann sich den Compliance-Status oder einen Risk-Faktor der gesamten SAP-Landschaft anzeigen. Das Schöne noch an der Lösung ist in Richtung Auditing. Passiert jetzt nicht mehr in 2 Monaten Abstand oder 3-mal im Jahr, das passiert täglich. Passiert kontinuierlich in der gesamten Systemlandschaft, über alle Systeme hinweg, in regelmäßigen Abständen. Und wir haben das Ticketing oder Schnittstellen über das SIEM in ein Ticketing-System hinein. Zum Beispiel, Ihre SAP-Landschaft ist gehostet, Sie haben das Azure SI bei Ihrem Provider mit installiert. Findings werden in Ihr Ticketing-System transferiert und können dann abgearbeitet werden von Ihrem SAP-Department. Wir haben Visionen gehört von Kunden, die wollen den Audit ausschließlich über das Ticketing-System fahren. Das heißt, der Auditor greift nicht mehr auf die SAP-Systeme, sondern Findings in einem Ticketing-System zu. Und hier sind auch die Findings auch dokumentiert. Eine Benutzung von einem SAP-Stern-Benutzer-Account kann in einem Ticketing-System dokumentiert werden und somit dem Auditor zur Verfügung gestellt werden. Wie funktioniert das Ganze jetzt technisch? Auf einem SAP-System wird die Softwarekomponente Azure SI installiert. Wir ziehen per Hintergrundjobs kontinuierlich die Daten aus den verschiedensten Bereichen in einem SAP-System. Das Ganze ist einstellbar, also die Pull-Zyklen, welche Daten werden gezogen, in welchen Intervallen, auf welchem System, dann das unterschiedlich mit einem zentralen Konfigurationstool eingestellt werden. Und die Daten werden aus dem SAP-System herausgezogen über unsere sogenannten Extraktoren. Die Daten werden normalisiert und dann in das spezielle SIEM-Format, das als Frontend eingesetzt werden soll, transformiert, sodass es die SIEM-Lösung auch direkt versteht. Die zweite Komponente ist das Azure SI Content Package, das auf der SIEM-Lösung mit installiert ist und erkennt entweder direkt, also die Findings, manche Extraktoren liefern direkt Findings, andere Findings werden aufgedeckt, indem die verschiedensten Quellen aus dem SAP-System miteinander korreliert werden. Welche Daten ziehen wir ab? Das sind die, in erster Linie Security-Logs, sondern das System-Log. Das sind Systemparameter zum Beispiel, das sind Systemeinstellungen, das sind Tabellendaten und so weiter. Und auf dem SIEM-System ist es unser Content-Package mit nicht genau bekannt, eine Zahl größer 100 Use Cases, Teilbereiche oder Teile von diesen Use Cases kann man semi-kapselt, die kann man wiederverwenden, man kann andere Use Cases damit wieder abdecken und Dinge wiederverwenden. Hier ist zum Beispiel der DSAG-Leitfaden, das ist die deutschsprachige Anwendergruppe mit ihren Audit-Guidelines. Wir haben selber SAP-Security-Spezialisten bei ITCube im Haus mit bewährtem Praxiswissen, größer 10 Jahre Erfahrung und es
SAP liefert natürlich auch laufend Empfehlungen in Sachen Security. Gehen wir nochmal eine Ebene, noch einen Schritt tiefer in die Integration in die Siem-Lösung, hier am Beispiel Arcsight. Das ist nur ein Platzhalter. Wir denken genauso mit anderen Herstellern wie ein IBM Curator, Lockpoint und Splunk ab. Am Beispiel Arcsight können wir klären, wie die Integration in der Tiefe funktioniert. Also wir haben gehört, wir haben Agile SI auf den SAP-Systemen installiert. Die Daten werden von unseren Agile SI Core Servern eingesammelt und über den 14 Arcsight, den Z-Connector nach Arcsight transferiert und hier mit dem Content, den wir bereitstellen, verarbeitet. Ich habe es vorhin kurz erklärt, entweder werden direkt Findings geliefert oder der Content arbeitet und findet diese und erzeugt Security Incidents aufgrund von dem Content Package, das wir ausliefern. Die zweite Möglichkeit ist dann, wir nutzen bei dem Z-Connector das sogenannte Event Category Mapping, also ein Fail-Login in SAP ist ein Authentication Failure in Arcsight. Das Mapping muss hergestellt werden, muss Arcsight erklärt werden, was ist ein Fail-Login in einem SAP-System, und so schlägt das Standard-Rule-Set von Arcsight zu. Das erkennt zum Beispiel auch gut, was Login-Attempts. Und dann gibt es in Arcsight die Möglichkeit des Asset-Models. Hier werden Router, Network Devices, zum Beispiel in einem SAP-System, spezielle Datenbanken, die Logs von Datenbanken angebunden, aber auch diese eben die Quellen getaggt als Quelle SAP, Quelle Application Server, Datenbank, Client oder Infrastruktur. Und die Idee ist folgende: Arcsight meldet Security Incidents von diesen Routern oder Network Devices potenziell. Wenn ein Router ein Problem, ein Security-Problem hat, hat es auch das auch die gesamte SAP-Landschaft oder das Netzwerksegment, in dem dieser Router eben steht. Das erkennt Arcsight und kann es aber als SAP-relevant taggen und dementsprechend alarmieren. Man kann das Ganze jetzt noch abstrahieren und sagen, Agile SI ist für den Bereich SAP zuständig. Was gibt es denn noch? Ja. Von HP gibt es das Produkt Fortify, das den Runtime Application Logging prüft, was auf diesen Systemen im Vorfeld und bietet genau die gleiche Schnittstelle oder nicht genau die gleiche, ebenfalls eine Schnittstelle in das Siem-System und somit zeigt sich auch, es passt wunderbar zusammen im zentralen Monitoring, in der Siem-Lösung werden Business-Applikationen eben gemonitort. Ein Schritt, den wir dann weitergehen, ist, was mache ich bei einem Security-Incident? Kann ich darauf reagieren aus der Siem-Landschaft heraus? Ja, SAP bietet, haben wir gehört, den SAP Java Connector zum Beispiel und die RFC-Schnittstelle als Schnittstelle für solche Probleme. Das heißt, über Agile SI, über Fortify kommen die Events in das Siem. Hier haben wir dieses adaptive Monitoring, das wir vorhin kennengelernt haben. Darüber hinaus, was machen wir wirklich kritischen Dingen? Wir gehen zurück auf die Business-Applikation. Zum einen von der User, wir haben das gesehen im Audit Trail, dass das Trace Level erhöht werden für diesen einen Account über den dynamischen Filter in SAP. Der Benutzer kann abgemeldet werden oder gar gesperrt werden. Und als dann letzte Möglichkeit über Firewalls kann man dann noch die Session kappen von diesem Client, der sich vielleicht als weil er Malware infiziert ist und höchst kritisch ist, einfach kappen. Zu den Use Cases. Ihr erschreckt sich jetzt von zum Beispiel SOD-Konflikten und hier haben wir den DSAG-Leitfaden zu 100% abgebildet. Und die Prüfungen, die wir abgebildet haben, sind natürlich aber nicht fix, sondern sie können sie pro System wieder editieren, sie können sie anpassen, sie können sie verteilen auf das jeweilige System und dort die Prüfungen auch mit ihren eigenen Berechtigungsobjekten dann ablaufen lassen. Also kritische Kombinationen von Berechtigungsobjekten in einem SAP-System werden geprüft. Die Security Logs werden nicht nur gesammelt und überwacht, sondern wir kontrollieren natürlich auch die Settings. Also man kann das
Security Mode natürlich ausschalten. Man kann die Trace Level editieren und so weiter. Die Einstellungen werden überwacht. RFC, Transparenz, ganz wichtig. Von einem SAP-System zu einem SAP-System gibt es das RFC-Protokoll, Remote Function Call. Hier ist nicht nur wichtig, welche Verbindungen gibt es von einem System auf das andere, sondern welche werden tatsächlich benutzt und ausgeführt. Man erkennt jetzt auch zum Beispiel, wenn sich ein Client ein Notebook-Zugriff verschafft über eine RFC-Destination, man sieht, ob Nicht-SAP-Systeme eben mit SAP-Systemen kommunizieren, man sieht, ob zum Beispiel nicht produktive SAP-Systeme mit produktiv kommunizieren, was kritisch ist wegen Privilegien, das ist Berechtigung. Ja, das Transportmanagement-System haben wir angesprochen. Wir prüfen nicht nur, ich habe es gesagt, welche Objekte werden eingespielt, es geht auch um die SOD-Konflikte im Transportwesen. Also ich selbst darf jetzt kein Programm anlegen oder freigeben in einem Transportauftrag, sondern ja, und zeitgleich zugleich das Ganze importieren auf dem Zielsystem. Das wird gemeldet als sogenannter SOD-Konflikt. Was heißt das? Segregation of Duty. Ja, und vieles andere mehr. Also Änderungen von Daten, Loggern von mir, infizierten Clients. Was passiert eigentlich mit den Daten, wenn Sie das SAP-System verlassen? Wo gehen Sie hin? Gehen Sie über E-Mail-Gateway oder landen Sie auf einem Stick, landen Sie auf einem Notebook, wie auch immer? Bei all diesen Dingen hilft Ihnen Agile Design. Und das, ich habe es auch angesprochen, kontinuierlich und automatisiert über die komplette Systemlandschaft hinweg. Und ja, Complete Holistic, also einen ganzheitlichen Ansatz. Wir haben hier alle SAP-relevanten, sicherheitsrelevanten Quellen im Begriff und im Blick und melden die an eine zentrale Stelle, wo das Sie. Was machen die Kunden? Wie setzen die Kunden SAP Agile SI in SAP-Systeme ein? Also das geht, die Bandbreite geht jetzt von einfach nur von der Automatisierung der Compliance-Prüfungen. Also wir haben Kunden, die viel manuell machen, Daten abziehen aus dem SAP-System in Excel, überführen, das dann auswerten. Oder es werden Programme, immer neue Programme gestrickt, die bestimmte Prüfungen machen. Das Ganze hier hilft Ihnen Agile SI mit der automatisierten Prüfung dieser Daten. Und schnell wird ja auch ein Compliance-Vorfall oder Prüfung einer Sicherheitseinstellung oder einer Systemeinstellung zum Security-Vorfall, wenn auf einmal das System vielleicht als modifizierbar gestellt wird und ich Tabellendaten nehmen kann. Das heißt, diese Änderungen, die normal per Compliance-Check regelmäßig abgefragt werden, ist die eine Seite, aber Security, die Security-Brille auf die Dinge ist natürlich die andere. Wir haben einen Kunden aus der Produktion oder aus dem Luxusgüterbereich, der Edelmetalle in der Produktion verwendet. Auch das hier hat der Kunde eigens Applikationen gestrickt, die den Vorfall oder die Produktion überwachen. Hier werden Daten gesammelt, die liegen auf dem SAP-System, aber auch wieder verteilt. Niemand schaut sich diese verteilten Daten an und bringt sie wieder zusammen. Agile SI hat der Kunde dafür verwendet, diese Daten einzusammeln, gegeneinander zu korrelieren, miteinander zu vergleichen und dann für das Management, Management-Dashboards zu bearbeiten und zu visualisieren. Und so wurde nicht nur die SIEM-Applikation beim Kunden, hat sich die etabliert und wurde als Fixer oder wurde gesetzt beim Kunden, sondern eben auch Security Monitoring mit Agile SI. Das Management war ziemlich erstaunt, was in der Produktion da so aufgetaucht ist. Ja, abschließend als Beispiel der Zugriff und das Transaktionsmonitoring natürlich. Okay. Wir haben hier einen Kunden, der internationalen Business betreibt. Und hier ging es darum, dass aus bestimmten Ländergruppen, die als kritisch eingestuft wurden, hier gibt es Mitarbeiter, die Zugriff haben auf die nationalen Daten.
konnte in SAP nicht anders geschnitten werden durch die Rechtevergabe. Diese Länder haben eben auch Zugriff auf national klassifizierte Daten und das sollte jetzt überwacht werden, welche Daten diese User oder diese Usergruppen zur Anzeige sich bringen. Hier haben wir auch noch ein Tool im Einsatz von SAP, das ist der SAP UI Logger, der installiert wird, der wirklich alles protokolliert, was auf dem Bildschirm, auf dem SAP-Bildschirm landet, voll integriert in unser Agile Produkt und integriert in die SIEM-Applikationen. Ja, zu den Key Benefits. Das ist jetzt vielleicht schon Wiederholung, aber Sie haben durch das kontinuierliche Monitoring der wichtigsten Einstellungen, die wir machen, Daten, haben Sie nicht nur den Audit alle paar Monate, sondern wirklich täglich und automatisiert, parallelisiert in der gesamten Systemlandschaft. Automatisiertes Compliance Monitoring und Security Monitoring. Und hier nochmal verdeutlicht, wir liefern Content mit aus, das Ganze ist vorkonfiguriert und betriebsfertig, Sie bekommen keine Hülle, die Sie jetzt noch aufwendig füllen müssen mit Prüfungen, mit Einstellungen, dass die Daten gelesen werden, das ist alles fertig mit der Installation. Ein paar Mausklicks dann in der Frontend-Applikation und nach der Installation und die Sache läuft. Natürlich gehen die kritischen Findings von den Auditoren nach unten, da wir die Prüfungen eben auch nur das prüfen, was die Auditoren prüfen. Wir stehen auch in Verbindung mit Auditoren hierzu. Und reduzieren natürlich durch die Automatisierung die Kosten, die dafür sonst zu Unfällen anfallen. Ja, wir nutzen die sieben Fähigkeiten und erhöhen dadurch natürlich das Security und Risk Management. Und darüber hinaus gibt es dann noch schöne Dinge, dass man auch Betrugsfälle aufdecken kann, werden Rechnungen oder auch den Faktor Mensch, Fehler, wir machen alle Fehler, werden Rechnungen doppelt beglichen oder doppelt bezahlt oder werden Rechnungen gesplittet, sodass sie ein Limit unterschreiten, zu dem ich sonst nicht berechtigt wäre, die anzuweisen. Solche Dinge können aufgedeckt werden. Und somit wäre noch Zeit für Fragen und Antworten. Das wäre es somit von meiner Seite. Wir sind auch, wenn Sie es gesehen haben, hier gegenüber durch die Halle durch, haben wir auch unseren Stand. Wir können auch hier nochmal in den einen oder anderen Use Case, wir können in die ein oder andere SIEM-Applikation nochmal reinschauen und hier das Content-Package nochmal genauer zeigen. Wir haben jetzt hier nur einen. Wunderbar. Ein Beispiel, das ArcSight Command Center zum Beispiel, hier sieht die Welt, wie man sie vielleicht sonst aus ArcSight kennt, ein bisschen hübscher, schicker aus. Webbasiert, das ist eben Webzugriff. Und die Dashboards, die wir sonst in dem Content Package zur Verfügung haben, sind 1:1 auch hier abgebildet. Dazu gibt es auch die Search-Funktion. Also wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, einfach nur nach dem S-User Sub-Stern zu suchen. Das heißt, es ist die Aktivität des Root-Accounts, in SAP nennt sich der SAP-Stern, kann somit geprüft werden. Auch andere Dinge, wir haben eine andere Regel zum Beispiel, das ist das Löschen von einem Tempo, oder ein temporärer User gelöscht wird, also innerhalb von einem bestimmten Zeitfenster wird der Nutzer angelegt und wieder gelöscht, dann will man wissen, was hat dieser User gemacht. Das geht dann sehr einfach, indem man hier einfach nach dem Source-User und nach dem Destination-User dieses bestimmten temporären User sucht und bekommt als Liste gereportet, welche Aktivität mit diesem User oder von diesem User ausgehend dann durchgeführt wird. Aber ich habe die Fragen- und Antworten-Session unterbrochen. Sonst können wir auch vielleicht früher als geplant in die Pause gehen, oder? Ja, also ich hoffe einfach, wir sehen uns vielleicht nachher auf dem Stand und zeigen Ihnen noch bei Interesse ein bisschen mehr im Detail. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und
an unserem Stand. Ja, vielen Dank, Christoph. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen früher in die Pause, ein bisschen mehr Kaffee für alle. Im Anschluss geht es da weiter hier in diesem Raum mit dem Database Activity Monitoring, mit E-Security. Ansonsten haben wir in der großen Halle Splunk, was jetzt hier nicht zum Einsatz gekommen ist, aber was genauso als Team, als Log-Management-Lösung für HLSI möglich ist zum Einsetzen. Und ansonsten oben im kleinen Raum haben wir noch die Firma Imperva für Web Application Firewalling. Ich denke, da ist für jeden was dabei.